Heute gehen wir unter die Malermeister Klecksel und schauen, kann was oder kann nix? Kann nix. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels, hallo liebe Malbegeisterten, heute unser Review zu Canvas. Ja. Ja, und ich hab's ja schon gesagt, kann das Spiel was oder kann's halt nix? Das ist die Frage, die wollen wir heute in diesem Review klären. Ein Spiel für 1 bis 5 Spieler ab 10 Jahren mit 30 Minuten Spielzeit. Nichts für Analyse-Paralyse-Gefährdete. Oh nein. Und nicht zu unterschätzen, auch wenn es so malerisch daherkommt. Aber jetzt gebe ich euch erstmal eine kurze Regelübersicht und dann sehen wir uns zu unserem Fazit wieder. Genau. Kommen wir nun zur Regelerklärung von Canvas. Hier seht ihr das Spiel schon bereits fertig aufgebaut. Die Aufgabenkarten haben wir entsprechende Empfehlung für die erste Partie vorbereitet, mit Vielfalt, Wiederholung, Betonung und Gestaltung. Ihr dürft aber auch hier jederzeit die Karten zufällig auswählen, um so eine größere Varianz im Spiel zu haben. Gebt jedem Spieler 3 Hintergrundbilder und entsprechend 4 Inspirationsmarker. Dann deckt ihr für jedes Feld entsprechend eine dieser Bildfolien auf. Das ist auch schon gar nicht so einfach, das zu zeigen, dass es nicht ewig viel reflektiert. Ja, wie läuft das ganze Spiel nun ab? Wenn ihr am Zug seid, habt ihr genau die Auswahl aus 2 verschiedenen Aktionen. Einmal eine Kunstkarte nehmen und einmal entsprechend ein Gemälde vervollständigen. Um ein Gemälde zu vervollständigen, müsst ihr entsprechend 3 Kunstkarten zusammen kombinieren und diese hier in die Folie vor den Hintergrund schieben. Danach wird diese gewertet und bringt euch entsprechend Punkte bzw. Marker, die am Spielende Punkte bringen. Im Spiel kann ich maximal 5 Kunstkarten gleichzeitig auf der Hand haben und sollte ich 5 haben, muss ich quasi 3 davon zu einem Gemälde kombinieren. Über das Spiel werden wir 3 Gemälde entsprechend fertigstellen und dann endet auch das Spiel. Wenn ich also dran bin, könnte ich zum Beispiel als dieser linke Spieler mir diese Kunstkarte hier nehmen und dann werden hier entsprechend die Kunstkarten nachgeschoben und hier vom Stapel wieder die oberste herausgezogen und nachgefüllt. Das heißt, ich könnte jetzt hier als rechter Spieler mit diese Kunstkarte nehmen und auch hier, es wird wieder nachgeschoben und aufgefüllt. Wenn ich nun eine Kunstkarte haben möchte, die nicht an erster Stelle liegt, so kann ich Inspiration ausgeben und kann mir so eine Karte weiter hinten nehmen. Dazu muss ich quasi einen Inspirationsmarker auf jede Karte legen, die ich nicht nehme. Im Anschluss daran wird auch wieder hier ganz normal nachgefüllt. Wenn ich nun eine Karte nehme, die bereits Inspiration enthält, dann erhalte ich diesen Marker wieder in meinen Vorrat und das Spiel geht weiter. So, die zweite Aktionsmöglichkeit, habe ich ja schon gesagt, sind quasi die Kunstwerke erschaffen, indem wir das Gemälde vervollständigen. Und dazu legen wir diese Karten übereinander und hier unten bilden diese dann einen Farbstreifen. Man muss nicht jede Farbe tatsächlich in seinem Kunstwerk haben, aber desto mehr Farben wir im Kunstwerk haben, desto besser natürlich für uns. Jetzt wird geschaut, was erfüllen wir von diesen 4 Aufträgen. Zum Beispiel hier haben wir für die Vielfalt ist gefragt ein Farbkreis, ein Dreieck, ein Quadrat und eine Sonne. Wir haben einen Farbkreis, mehrere Quadrate und ein Dreieck sowie eine Sonne. Das bedeutet, wir erhalten einen roten Marker. Das sieht man hier am roten Hintergrund. Für die Wiederholung erhalten wir leider nichts, weil wir haben bloß mehrfach die Quadrate, aber nicht mehrfach die Dreiecke. Wir haben allerdings genau einen bunten Farbkreis, erhalten dafür einen blauen Marker, haben alle 5 Farben und erhalten dafür einen lila Marker. Manche Aufträge kann man auch tatsächlich mehrfach erfüllen. Das ist zum Beispiel diese Wiederholung. Wenn ich also zum Beispiel auf meinen Bildern 4 Dreiecke habe, so würde ich hier 2 Marker entsprechend erhalten.
Nehmen wir hier nochmal ein weiteres Wertungsbeispiel. Das wäre dieser Spieler hier. Der hätte jetzt Rot nicht erfüllt, weil ihm fehlt ein Dreieck. Er hätte auch keine Wiederholung und auch nicht genau einen Farbkreis. Das heißt, er kriegt hier nur Lila für alle 5 Farben. Und des Weiteren hat er hier noch diesen Grau pro dieser Vierecke. Er hat 2 Vierecke, diese 2 Quadrate, und erhält dafür 2 dieser schwarz-grauen Marker. Diese bringen am Ende des Spiels jeweils 2 Punkte. Gehen wir davon aus, das wäre jetzt das Ende des Spiels, so würden wir hier für die Marker Punkte erhalten. Für 3 rote Marker bekommen wir hier 13 Punkte. Für einen grünen Marker 3 Punkte, sind wir bei 16 Punkten. Für 2 blaue erhalten wir 4 Punkte, das macht 20 Punkte. Für 2 lilane 3 Punkte wären wir bei 23 plus 4 Punkte durch die grauen Marker. Dann sind wir bei 27 Punkten. Dieser Spieler hier hat 8 Punkte in Rot, 7 Punkte in Grün, macht 15 Punkte, 1 Punkt in Blau sind wir bei 16 und 9 in Lila sind wir bei 25 Punkten. Und wer jetzt die meisten Punkte hat, gewinnt. Im Falle eines Gleichstands gewinnt der Spieler, der noch mehr Inspiration hat. Das Schöne an den Bildern ist auch noch, dass diese immer einen Namen haben, wie zum Beispiel das Vergängliche der Kindheit oder die Befreiung der Finsternis. Liest diese Titel ruhig laut vor und zeigt den anderen euer Kunstwerk, so habt ihr ein bisschen mehr Atmosphäre am Tisch. Wer die Wertungen nach Szenarien auswählen möchte, der kann einen Blick auf die letzte Seite der Regel werfen. Hier gibt es vereinfachte, Standard- oder komplexe Szenarien, die ihr zusammenstellen könnt. Und es gibt auch eine Seite für 2 Solo-Varianten sowie Erfolge, die ihr freischalten könnt. Ja, und das waren schon die ganzen Regeln. Und jetzt kommen wir zu unserem Fazit. Ja, kann das. Der Wortwitz, der auch nur im Deutschen funktioniert. Ja, richtig. Ja, ein Spiel, das sich einer seit neuestem beliebten Technik widmet, und zwar den durchsichtigen Folien oder Karten in Folienform, bei denen man halt Bilder drauf sieht, die durchgucken. Genau, ging los damals mit Mystic Whale. Inzwischen bedienen sich tatsächlich einige Spieler dieser, ja, wie soll ich sagen, dieses Materials. Ja. Da gibt es einen Dragon Parks, was auf dieser Grundlage quasi beruht, jetzt natürlich mit Canvas. Aber dann hier dann doch schon das Schönste der Spiele, die sich in dieser Technik bedienen. Wobei man sagen muss, dass die Bilder darauf ja eigentlich mehr Gimmicks sind. Also der obere Teil, sage ich mal, der ja quasi dieses Bild, das man da mal darstellen soll, passt natürlich zum Thema perfekt. Genau. Aber eigentlich geht es um die Symbolik oder Farben drunter. Denn die geben die Punkte. Richtig. Und da sind wir schon bei einem Punkt, dass wir hier eine sehr hohe Widerspielbarkeit haben. Ja. Denn wie die Punkte zusammengestellt werden, wofür es tatsächlich Punkte gibt, das ist in jeder Partie anders. Und da werden 4 Karten entsprechend ausgelegt. Ja. Kann man mit einem entsprechenden Standard-Setup spielen, wie es empfohlen wird für die ersten Partien. Oder man macht es einfach willkürlich und mischt sich da was zusammen nach Gutdünken. Genau, diese 4 Siegel gibt es dann, oder man hat dann noch diese Pro, also pro Dreieck, pro Viereck, und dann kriegt man da halt auch die Siegel, die dann wieder 2 Punkte wert sind. Ne? Also ja. Symbolik ist soweit sehr deutlich, trotz dass man 2 Karten oben drüber legen kann und somit 3 Karten ein Bild ergeben. Man sieht die Symbolik immer einwandfrei durch, und durch die Aufmachung der Symbole ist auch gewährleistet, dass jemand mit einer entsprechenden Sehschwäche trotzdem das Spiel ohne Probleme mitspielen kann. Es wird natürlich von Folie zu Folie ein bisschen schwächer von der Farbgebung oder von dem, was man sieht. Bei den Bildern stärker, finde ich. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil das ist ja eigentlich, wie gesagt, nur Gimmick. Richtig. Der Hintergrund ist schön pastellig, damit man da entsprechend davor die Gimmicks sieht. Und manchmal sehen die Bilder, die dabei rauskommen, wirklich phänomenal cool aus. Lustig sind auch die Wörter, die dann zusammengesetzt werden. Oder das ist lustig, schöne, irgendwelche absurde. Ja, das... das Geheimnis der Revolution oder wie auch immer, dann kommen solche Geschichten bei rum. Ja. Und das hat natürlich schon was. Mhm. Jetzt natürlich die Frage bei 30 Minuten Spielzeit, wen adressiert das Spiel und wie ist das Regelsetup, also wie sind die Regeln geschrieben und wie ist der Regelumfang? Regeltechnisch kann man schon mal sagen, sind die Regeln eigentlich so, dass man da relativ gut durchsteigt. Wir haben ein schön bebildertes Regelheft, was entsprechend, ja, ich sag mal, keinerlei Wünsche offen lässt. Mhm. Das passt soweit ganz gut. Ist deutlich illustriert und die Regeln kann man innerhalb kürzester Zeit erklären.
Also es ist eigentlich so, dass man ausgehend von den aktuellen Aufträgen im Prinzip ein Beispiel machen kann, wofür gibt es jetzt Punkte. Genau. Und dann geht es eigentlich schon gefühlt los, weil die Kernmechanik super einfach ist. Richtig. Bis zu 5 Karten sammeln, ansammeln, unten rausnehmen, ansammeln, ab 3 Karten macht man entsprechend ein Bildchen und bekommt Punkte dafür. Genau. Super einfach. Das Spannende ist natürlich die Auslage, die sich dann immer verändert oder durchrutscht. Das heißt, wenn man natürlich eine Karte möchte, die weiter hinten ist, muss man seine Farbpaletten, wie heißen sie? Inspiration loswerden. Und da ist schon so ein kleiner Punkt, der auch ganz schön wehtun kann. Denn wenn man zum Beispiel jetzt hier merkt, oh Gott, ich kriege ja gar nichts hin. Oh, ich möchte gerne diese vierte Karte haben. Ich habe nur noch eine eine Farbpalette, dann komme ich da nicht mehr hin. Und ich darf ja nur 5 Karten auf der Hand haben und muss dann quasi ein Bild bauen aus dem, was ich da habe. Das kann halt auch schon mal ganz schön ärgerlich sein, weil man vielleicht auch vorher nicht gekriegt hat, das, was man wollte, oder hat irgendwie eine Kombination im Kopf und denkt, ach Mist, wenn ich das jetzt überdecke, dann ist das Symbol ja weg, was ich eigentlich als Multiplier für irgendeine Karte haben wollte. Das kann wehtun. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja. Und man kann da so ein bisschen in Analyse, Paralyse und Schockstarre verfallen. Mhm. Das kann nach hinten losgehen. Wo wir bei den Aufträgen sind, was ich sehr charmant finde, ist die Tatsache, dass wir die Aufträge umdrehen können. Und hinten drauf erfahren wir, was hat es mit dem Auftrag auf sich, mit dieser Wertung. Wofür gibt es jetzt tatsächlich die Punkte, inklusive eines Beispiels oder zwei Beispielen. Mhm. Und das Schön ist gemacht. Wirklich super deutlich. Also man kann da fast schon gar nichts mehr falsch machen. Umdrehen, nachgucken, hinlegen, fertig. Richtig. Und dieses Flussprinzip, dass man entsprechend die erste Karte umsonst nimmt, für die zweite Karte eine Inspiration auf die erste legt und wer später die Karte nimmt, die Inspiration mitbekommt, das sind bekannte Mechaniken, die kennen wir aus Spielen wie Majesty oder wie Dammit oder auch wie zum Beispiel seit neuestem bei Murph ist es genau das gleiche in Grün. Mhm. So haben wir im Prinzip die Möglichkeiten, an spätere Karten ranzukommen. Ja. Man nimmt normalerweise immer die erste oder die zweite, vorausgesetzt, es bringt einem was. Und da am Anfang eher. Da haben wir schon ein kleines Problem, abhängig von der Spieleranzahl. Ja. Wenn man es zu zweit spielt, ist man viel mehr ausgeliefert, als wenn man tatsächlich zu viert oder fünft spielt, weil so hat man immer noch die Chance, dass vielleicht die Karten entsprechend vorrutschen, günstiger werden, man sie sich leisten kann, auch wenn man bloß zwei Inspirationen hat und die anderen vielleicht mehr. Und so kann sich das natürlich in der Auslage schon deutlich ändern. Oder auch neue Inspiration bekommt. Denn wenn alle anderen Spieler Zeug drauflegen, um hintere Karten zu bekommen, dann rutschen natürlich die mit den mehr Inspiration Plättchen nach vorne und die nimmt man sich ja dann auch, wenn man die Karte nimmt. Ja, das hat man im Zweispielerspiel nicht so häufig. Vorteil natürlich, wir machen bloß genau 3 Bilder und man kann auch für das letzte, also das dritte Bild letztendlich 5 Karten ansammeln und aus denen dann quasi die 3 besten zusammen kombinieren und die 2 anderen Karten kommen einfach aus dem Spiel. Also man ist ja nicht gezwungen, die ersten 3 zu nehmen. Richtig. Man hat immer die Möglichkeit, entsprechend ein bisschen auf Varianz zu gehen. Und was mir auch gut gefällt, ist tatsächlich die Tatsache, dass manchmal was ganz anderes bei rauskommt. Mhm. Wenn man die Reihenfolge der 3 Karten, die man nimmt, tatsächlich ändert. Schön ist natürlich, dass man immer irgendwie vielleicht zu Punkten kommt, aber man muss halt dann immer schauen, was einem dann am meisten bringt. Und je mehr man von der gleichen Farbe auch bekommt, desto mehr Punkte gibt es halt dann auch. Das heißt, man will natürlich bestimmte Symbole haben oder halt Aufgaben erfüllen, aber es ist halt nicht immer ganz so einfach. Ja, genau. Das heißt, da macht es durchaus Sinn, sich auch ein bisschen zu spezialisieren und vielleicht nicht auf jede Farbe zu gehen, sondern zu sagen, okay, dann erfülle ich Rot jetzt lieber 3-mal in den 3 Bildern und dafür Grün gar nicht, anstatt Rot 1-mal, Grün 1-mal, Blau 1-mal, weil das macht dann punktetechnisch schon einen deutlichen Unterschied. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Problem, was passieren kann, dass man punktetechnisch weit auseinander liegt. Ja. Dass der eine bloß 15 Punkte hat und der andere 30 bis 40 Punkte. Mhm. Das kann durchaus vorkommen, wenn es bei einem super gut läuft und bei einem weniger. Was mir aber aufgefallen ist und was auch meine Mitspieler gesagt haben, es ist so ein Spiel, wo so ein bisschen der Weg ist das Ziel, man das Gefühl hat, ah ja, ich hatte jetzt einen schönen Moment beim Spielen, ich habe hier ein schönes Bild zusammenbekommen, das hat jetzt noch einen schönen Titel, das hat schön funktioniert, es sieht gut aus, ich habe ein schönes Gefühl, wenn ich den Auftrag entsprechend erfülle, habe nachher vielleicht mit 15 Punkten Rückstand gegenüber dem ersten verloren und hatte trotzdem ein schönes Gefühl beim Spielen. Wenn man mehr in diese Richtung geht, dann macht das Spiel umso mehr Spaß. Wenn man ehrgeizig ist und wirklich auf die Punkte raus will, dann kann es, glaube ich, ganz schön wehtun, wenn es dann auf einmal nicht klappt oder nicht passt. Ne?
Ja, und natürlich auch, wie wir es schon kurz gesagt haben, mit AP, ne? Analysis Paralysis. Wenn man halt da steht, passt nicht. Das geht auch nicht. Wenn ich das hier und das und noch... Und dann erlebt man plötzlich, dass Spieler oder Spielerinnen, die eigentlich gar nicht so lange überlegen, plötzlich doch in eine kurze Schockstarre verfallen und sagen, Entschuldigung, ich brauche noch mal kurz und die Karten neu sortieren. Das passiert dann. Also man sollte auch in der Erstpartie mit 4 oder 5 Spielern nicht unbedingt mit 30 Minuten kalkulieren. Kalkuliert da lieber mal in Richtung 45 Minuten. Aber trotzdem fühlt sich die Spielzeit sehr angenehm an. Für das, was das Spiel an Spieltiefe bietet, passt das, hält sich gut die Balance. Man hat hier natürlich kein Kennerspiel. Wir sind hier bei einem Familienspiel Plus vom Schwierigkeitsgrad unterwegs. Es ist nicht belanglos. Man hat definitiv Entscheidungen, die es zu bedenken gilt. Richtig. Und visuelle Sehen, oder wie man es auch immer nennen mag, ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Ne? Also man muss schon irgendwie sehen, oh, ich brauche noch ein grünes, wenn ich das jetzt drüber mache. Ah, weil man kann ja die Sachen nicht ständig nehmen und ausprobieren, sondern man muss schon so ein bisschen gucken, das könnte jetzt passen. Ne? Und klar, wenn es einer wegnimmt, dann muss man sich wieder neu orientieren, auch bei uns passiert. Dann braucht es halt doch mal kurz, je nachdem, um wieder zu sehen, was kann ich denn noch bauen, was mir am meisten Punkte bringt. Ja, also das muss man halt sehen oder abwägen. Unterm Strich ein Spiel, was Spaß macht, was optisch sehr ansprechend daherkommt und natürlich für alle, die so ein bisschen in Richtung Kunst sich interessieren, dürfte das durchaus was Gelungenes sein. Und so ein kleines Gimmick zum Schluss, genau. Kann dieses Spiel wirklich als Bild an die Wand hängen. Ja, und alle, die jetzt denken, das Canvas steht doch eigentlich gar nicht hier drauf. Ja, das habe ich tatsächlich von der Folie abgezogen und habe es hier oben drauf positioniert, weil ich sage, irgendwie muss für mich draufstehen, was es für ein Spiel ist. Das kann man aber auch wieder rückstandsfrei entfernen. Ja. Wenn man es halt wirklich nur als Bild haben möchte, dann macht das Canvas nicht so viel Sinn. Ja, aber ich finde, es sieht schön, aus. Und was man auch nochmal lobend erwähnen sollte, wenn man beim Thema Material und Aufbewahrungsbox sind, wir haben hier einen Schuber, was sehr positiv tatsächlich ist. Und ihr habt es ja in der Regelerklärung gesehen, das Material hat erstens mal seinen Platz. Das möchte ich jetzt hier einmal kurz zeigen. Wir haben hier diesen Schuber. Wir haben entsprechend diese Spielmatte aus Stoff. Das ist einfach materialtechnisch schön gemacht. Es kommt kompakt daher. Und das ist ja was wir auch immer loben, wo wir sagen, hey, hier nicht unnötig Platz verschenkt, sondern es kommt kompakt und passend zum Spiel. Ja. Ja. Und so können wir sagen, jo, kann was. Ja, kann schon was. Mit ein paar Abstrichen, die man halt beachten muss, aber dennoch ein gelungenes Spiel, würde ich mal sagen. Ja, das war's von uns zu Canvas. Und uns wird natürlich auch eure Meinung interessieren. Genau. Was sagt ihr zum Spiel? Habt ihr es schon gespielt? Schreibt es uns in die Kommentare und dann freuen wir uns natürlich über jede Menge Feedback. Hat euch das Video gefallen? Daumen, Abo nicht vergessen. Genau, dann freuen wir uns. Sehen wir uns zum nächsten Kunstwerk wieder. Genau. Und wer weiß, was wir dann rauszaubern. Und bis dahin malen wir ein bisschen mit Aquarellen. Wünschen euch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.